Das könnten wir. Wir könnten uns aber auch um den Abschluss des Let's Plays kümmern. Hallo Freunde, willkommen zurück zu Tales of Arise. Ja, viel ist nicht mehr zu tun. Wir haben im Prinzip noch zwei Sidequests offen und dann noch die DLC-Quests mit Sword Art Online. Jetzt ist es so, ich habe letzte Folge schon irgendwie angekündigt, von wegen, irgendwie, eigentlich nur noch die Quests hier. Es müssen insgesamt 70 sein und trotzdem kommen nur 69. Warum? Es ist so, ich habe offenbar eine übersehen, die man aber relativ easy holen kann, aber offenbar auch easy übersehen kann. Das ist ganz krass. Und zwar, sobald man gegen... ihr wisst ja, es gibt ja diese... Die Geschichte, die wir jetzt längere Zeit schon hatten, mit diesen vier Lichtern, die aus dem Keil kamen. Also sprich, diesen vier, sagen Sie, extra mal Elementargeistern, die ja jeder für sich ein eigenes Element repräsentiert. Und den ersten, den wir Störrebedingt besiegen mussten, war ja dieser Ifrit Malum Magnum oder wie der immer hieß. Und wenn man den besiegt hat, kriegen wir auf meinen Schlüssel. Ich habe nochmal nachgeguckt in meinen alten Folgen, wir kriegen tatsächlich einen, aber ich habe mal damals nicht dabei gedacht, weil ich dachte, ja, den setzen wir später mal ein und haben irgendwie aus den Augen verloren. Jetzt ist es so, dass man, ich muss hier hin offenbar, östliche Seite, ist eben auch ein schönes Fragezeichen. Wenn man gegen diesen Ifrit Malum Magnum, wie auch immer, im Verlauf der Story gecatcht hat, einen Schlüssel bekommen hat, muss man hierhin zurückkehren und dann kriegt man eine Sidequest. Die ist aber eine relativ kleine Sidequest, das ist überhaupt nichts Besonderes. Trotzdem, wir wollen ja alles haben und haben im Grunde genommen auch schon alles. Also machen wir das jetzt mal That noch was ganz quite the schnell. little adventure we went on. Dann noch ein kurzer Hinweis: Ich habe offscreen trainiert, wie in der letzten Folge auch angekündigt. War noch einmal Kronos. Habe ihn gecatcht einmal und. Naja, sagen wir so. Level Cap ist Level 100. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Ich kann natürlich hoffen, das Level Cap wäre ein bisschen höher. Weil so ist es ein bisschen schwierig gegen die nächsten Gegner, die wir noch vor uns haben. Aber hey, da wäre ja auch Shit Happens. Ist halt mit Level 100 für uns Schluss. Ja, Maximallevel, schön. Natürlich können noch ein paar FP verteilen und so. Das werde ich dann auch noch machen, bevor wir uns hier wieder ein bisschen, naja, ins Eingemachte stürzen. Genau, Quest begonnen in die Grotte. Das ist diese letzte Quest, die uns noch fehlt. Damit hätten wir 70. Ich glaube, Nummerierung ist das. Keine Ahnung, welche Nummer ist das. Weil ich weiß eh nicht, ob das richtig eine Nummer ist. Ja, lassen wir es, weil wir haben hier im Spiel selber haben wir gar keine Nummerierung bei den Quests. Ist einfach hier Quest da und so und oh. Ein Bad? Eine Schatzkammer. Das sieht aus, als hätte Balzer es bauen lassen. Okay, krass. Ja, Balzer sehen wir bald wieder. Oh, scheiße, gar keinen Bock auf den Typen. Wiener Würstchen. Es ist eigentlich auch fies, oder? Ich meine, Wiener Würstchen, bei uns in der Schweiz heißen sie auch gerne Wienerli. Und ich weiß, ich hoffe, das stimmt ja wirklich auch, nicht, dass ich irgendwie einen Quatsch jetzt erzähle, aber in Wien selbst, das sind sie ja Frankfurter. Also, deswegen frage ich mich, okay, Wiener Würstchen, warum nennen sie jetzt das genau so? Gar keine. Jetzt! Ja, na gut. Du. Ist das ein Rezept oder was? In die Grotte. Rezept für Würstchen. Okay. Es ist eigentlich eine billige Quest, sind wir ehrlich. Wobei, die Belohnungen sind krass. Okay, ich bin gespannt. Hat es gelohnt, die Quest mitzunehmen? Einmal Schwein, okay. Schafsfleisch. Ich hoffe, hier ist was Besseres drin. Omega-Elixier. Ja. Hexenkleid, das kommt uns drauf an. Ja, sehen wir gleich. Ja, die Quest können wir relativ früh schon holen. Adelsumhang, da sind wir jetzt nicht so sicher, ob die Rüstung noch cool ist. Ja, das habe ich gesagt, ist natürlich kacke, beziehungsweise nicht mehr so cool wie auch schon. Nee, bei ihm wär's. Ja, Adelsumhang, ja, wir haben natürlich jetzt mittlerweile schon bessere Dinger.
Könnte ich bei den Outfits gucken, was denn überhaupt wäre? Also habe ich die jetzt hier auch freigeschaltet, oder? Bei manchen ist es ja so, manchen auch nicht. Nee, ich fürchte nicht. Egal. Ja, Freunde, das war also Quest Nummer 69. Also jetzt in unsere Reihenfolge. Das ist 70 und letzte Quest. Wenn wir die gemacht haben, geht es nachher in die SO Crossover Quest. Und ganz ehrlich, die Quest wird so mühsam, ey. Das wird so übel. Wir waren ja schon mal ganz kurz hier drin und haben gegen Balsef Catch und gemerkt, viel zu stark. Damals waren wir noch 30 Level tiefer. Looks like we made it here in one piece. Das Problem ist, wir müssen nochmal gegen ältere Gegner antreten, gegen alle. Also gegen alle Lords ineinander. Es soll am Schluss noch einen Special Guest geben, da bin ich schon mal sehr gespannt darauf. Und das ist ein Special Gegner natürlich. Ganz kurz erklären, Leute. Dankeschön. Und die sind alle um Level 100 herum. Oh, wei, warum kann ich nicht höher leveln? Oh, mühsam. Okay, gut. Scheiße, wir haben noch ein paar FP zur Verfügung. Die nehme ich jetzt auch, weil jetzt brauche ich es auch. K.O.-Schutz. Ja, gut. Öder Schaden. Ja, gut. Was haben wir bei Shione noch? Wenn satt werden, kochen, vielleicht aktiv sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt cool ist. Alle verbündeten halt. Ja, das ist doch cool. Mir fehlen noch ein paar Trophäen, aber auf die gehe ich jetzt mal nicht so sehr. Ich weiß sowieso nie. Doch im Prinzip, ich sag's mal so. Wenn ich schon fast alle Trophäen habe, dann habe ich auch einen Ehrgeiz dazu, die noch die restlichen zu holen. Oder auch, wenn ich sage, hey, die Trophäe oder die Trophäe, da klingt relativ einfach, die zu holen. Das mache ich jetzt. Aber wenn mir vor allem noch viele Trophäen fehlen und ich denke, oh nein, da muss ich das und das machen, das ist doch mühsam und dauert zu lange, dann habe ich tatsächlich nicht so eine Motivation dazu. Muss leider zugeben. So, dann gucken wir mal, was wir hier überall noch alles haben. Ne? Löwengeheul, ja gut, das ist jetzt AL1, da wird es nicht so irgendwas Krasses sein. Mit der Boost-Anzeige, ja, ich glaube, geht es mehr ein bisschen auf passive Fähigkeiten. Obwohl es ja auch eine Trophäe gäbe für erlernte Skills. Angeblich. Ich glaube sogar, ich kann noch ein paar holen hier. Haben wir schon alle? Hä? Bin jetzt doof? Ich habe noch massig Punkte übrig, aber ich sehe nicht, wo ich die noch investieren soll. Krass, scheiße. Weil ich hier wieder oben noch zu wenig habe, wa? Ah ja, hier fehlen mir noch ein paar Punkte. Ich muss mal mit der Kombination. Ja, nachher mit dieser Quest gegen alte Gegner anzutreten. Wir gucken mal, wie gut es läuft. Also ich will mich hier jetzt an den verbiegen und so und das Ganze endlos in Länge ziehen. Wenn es in 2 bis 3 Folgen schaffen, dann ist cool, dann machen wir es. Und sonst lassen wir es mit der Quest und machen dann noch die große Abschlussfolge. Mit dieser SAO Sidequest. Beziehungsweise DLC-Quest, besser gesagt. So, da fehlt noch ein bisschen was, aber muss dann später gucken. Schwachpunkten klingt cool, Boost-Anzeige. Der klingt besser, also noch ein paar Punkte übrig. Flutwelle, ja, kann machen. Huch, also stimmt, ihre Punkte aber übrig. Ich kann mir vorstellen, dass bei ihr noch ein bisschen was freischaltet, wenn ich ein bisschen angeln würde. Dass das Angeln bei ihr noch ein paar
an Dingen aktivieren würde. Hm. Die Angel habe ich auch nicht gemacht, aber ganz ehrlich, ich bin auch kein Angelfreund. Und mehr Rezepte kochen müsste ich eigentlich auch noch für ein paar Trophäen. Aber ganz ehrlich, also wir kochen jetzt auch noch, und zwar aus dem Grund, weil ich jetzt eh keine FP mehr brauche. Also ein Erfahrungsboosting kann ich mir jetzt sparen, deswegen eher etwas hier, mit das hier auf Angriff. Kampfpunkte wäre natürlich auch cool. Habe nach Kampf heilen, wenn natürlich so ein Kampf ist, wo ich endlos, also wo ich mich dazwischen nicht heilen kann. Ich komme, ich nehme hier erhöhter Angriff. I must admit, I'm rather proud. Okay, Freunde, wir sind Level 100. Wir haben starke Arte zur Verfügung. Ich habe jetzt bei Elfen nicht die stärksten ausgewählt, außer halt Herrscherhieb. Aber der Rest ist eh, sag jetzt mal, für Kombiangriffe besser geeignet. Und jetzt würde man sagen, gucken wir einfach mal, wie es läuft. Also, Entschuldigung, das war gerade, was ich gerade wollte. Speichern. Ich mache nochmal den hier, weil. Ist was passiert? Ne, komm, ich nehme den hier. Aber dann noch einen, okay, das ist doch cool. Dann nehmen wir den hier noch für die SAO Sidequest übrig lassen. Oder Trainingskampf oder was auch immer das nachher sein soll, bin gespannt. Jetzt also mal die letzte Quest des Hauptspiels, sprich Quest Nummer 70. Das wird heavy. Ist das? I can hardly. It would seem this. So, wenn ich mich richtig erinnere, mussten wir gegen den Phantom-Dings mussten wir gar nicht großartig antreten. Nur gegen Balsef selber. Also das heißt nur. Toll, ich wollte gerade richtig loslegen. Okay, du hast schon mal guten Schaden gemacht. Ich will gerade ausweichen, hallo? Ja, ich sehe schon. Was machen sie da? Hä? Ah, die Attacke mit Reichweite und tot. So, warte mal, ich habe noch ein paar Dinger. Setz natürlich auch ein, weil... Was soll ich sonst machen? Was? Wer hat mich denn jetzt gekillt? Hä? Irgendwie... Es läuft gerade ziemlich scheiße, es ist der erste Kampf, hallo? Hä, ich weich doch aus, was ist denn los mit dir, Elfen? Ich hoffe dazu, dass ich mehr Angriff habe, also mehr Schaden mache. Das wäre ein Effekt für mehr Verteidigung besser gewesen. So langsam reicht's hier aber auch. Oh. Wenn der natürlich jetzt in dem Modus drin ist, aber echt ein Problem. Jo, ganz ruhig da hinten, ne? Ifrit Verschnitt. Solo Ifrit, was auch immer. Naja, nichts. Nein! Scheiße, war. Nein, falsch! Ich wollte gerade sagen, ich sehe beeindruckend Balsef. Da habe ich auch schon Besseres gesehen.
Sachen deiner Mutter. Schmeiß gerade deine Axt weg, oder was? So, da hat reingehauen. Was? Ich bin da rausge... Also, ich hab keinen Bock mehr, komm. Lass mich kurz heilen. So. Ja, es ist übel. Ich habe noch goldenes Gelee und so. Also insofern, es wird schon klappen. Erstmal die Hub regenerieren und dann kümmern wir mich um ihn. Also lenkt Jan ab so. Mann, Ifrit, geh mir auf den Sack hier da hinten. Nein, nicht wirklich. So anstrengend als erwartet, Alter. Der hat aber auch Damage gemacht, der Junge. Wait, it isn't over yet? Scannabelt. Can't. Es geht direkt weiter im Text, super. We've moved way beyond this guy at this point, haven't we, Alpha? That's right. It'll take a lot more than the likes of him to even come close to taking us down. He may be some stupid. Das kann man erinnern, dass Scannabelt zwar schnell war, aber es war es eigentlich auch schon. Ich glaube schon. Achso, er ist noch down. Hä? Ne, das waren seine Kopien. Das läuft gerade wesentlich geschmeidiger ab als bei Balsef. Haben wir jetzt auch wieder Energie oder was? Ja, das ist das Problem. Ich krieg doch nie alle zusammen so schnell platt. Significant worm, now return to dust. We were just getting started. If we take another attack, wir leben noch. Bist du überrascht, war? We work well together, like a finely timed waltz. Sind es noch mehr oder ist es noch einer? Ich bin leicht verwirrt. Try harder! Not a chance! Seismic take this! Ready to fire! Annihilation! Ready to make it!
Gut, den Scheiß kennen wir jetzt. Das war's mit Gennabelt. Der dritte war ja eigentlich Duhalim, wa? Also. Die ausgeflippte Version von ihm. And now Menencia. Looks like we're doing these fights in order. Oh, this feels freaky when we've got the real one standing right here. It is only an illusion. Do not let it give you pause. Oh, I wasn't going to. Yeah, let's finish. Come on, getting yourself in a tizzy. It pains me to think how terrible I once acted. Oh, wie ging der Kampf schon wieder? The fact that you know better now is all that matters. No hard feelings if I hit you real, right? Like what? Should I accidentally hit you with my rod? I was joking, joking! Ah, ausweichen wäre eine Option, wa? Haut schon ordentlich rein. Na gut, natürlich, vor allem wenn er natürlich zurückschlägt. Danke, Duhalim. Dann gucke ich mal ganz kurz, ob ich euch vielleicht noch ein bisschen. Na, der wird nicht viel bringen. Kraftschmankerl, wenn wir noch ein bisschen aufsparen. Anna-Chile. 60%. Ja, gut, wir haben genug. Ui! Was ist mit dir los, Kumpel? Ja, vor allem, ich weich noch aus, weißt du? Ja, ich erinnere mich wieder, Duhalim war ein ziemlich nerviger Gegner. Obwohl jetzt auch ein bisschen Hilfe gebraucht hätte. Aber die Cutscene war ja cool. Ah, okay. Da muss ich öfter die KP-Anzeige gucken, damit wir eigentlich einen Angriff sparen können. Oh, der quatscht schon wieder. Das ging aber schnell. Und wieder ausweichen. Trifft er auch mal oder was? So, wie alt bin ich wieder? Ach komm schon, du bist doch schon down. So. Die Nummer 3, Freunde. Huh.
So this really is the next place. Are you going to be okay, Rinwell? Ernsthaft, diese Frage, ob Rinwell zurechtkommt, du musst fragen, ob wir zurechtkommen. Alter Schwede. So, Freunde. Wir sind alle bei Tales of Arise in der nächsten Ausgabe. Sind nur zwei Gegner auf einmal. Oh Gott, ey. Wo die ganze Hölle sein muss, nachher kommt. Nein, nachher kommt er noch da. Gar keinen Bock mehr. Ah, schon zum dritten Mal, ey. Alter Schwede. Naja, werden sie hinkriegen irgendwie. Bis dahin, danke fürs Zusehen und hoffe, du bist nächstes Mal zurück bei Tales of Arise, der Schlussspurt. Endlich. Bye bye.